Willkommen, Freunde, wir zocken The Uncertain und zwar heute mal den zweiten Teil von meiner Aufnahme. Das Spiel erscheint am 8. Oktober und ich habe mir gedacht, das muss ich mir nochmal antun, die Demo nochmal zocken, bevor das Game rauskommt. Man kann es ja kaum abwarten. Es macht schon mega Spaß, muss ich sagen. Wobei die Demo-Version auch viel russische Sprache, Elemente und so in sich hat. Da komme ich natürlich nicht ganz mit klar. Aber wir werden es mal weiter zocken. Mit russischen Elementen meine ich natürlich. Manchmal ist in der Demo-Version auch was in Russisch geschrieben. Das wird ein bisschen schwieriger. Aber den Rest bekommen wir irgendwie hin. So, die Apotheke hatten wir leergeräumt. Jetzt können wir hier mal weitermachen. Mal ein bisschen lauter machen. Weiß noch nicht ganz genau, was hier meine Aufgabe ist, aber das sollten wir hinbekommen. Okay. Family Food. Na, das brauchen wir nicht. Nicht lebensnotwendig. Locked. Okay, die ist verschlossen. I'd give anything for a hot shower right now, but no luck. Oh, keine Möglichkeit, da zu duschen. Na, das ist ja auch toll. Okay, hier ist ein Zettel. Mom and Dad, Marta, I miss you so much. Familie. Okay. Ich bin ja immer noch so von anderen Spielen es gewöhnt, dass man das Bild mal umdreht. Und dann Hinweis bekommt, aber das ist in dem Game hier irgendwie nicht so. Was soll uns nicht stören? I'd better find out what Alex needs first, before he really loses his shit. I also need to get those meds we found over to Olga. Okay. Here, Olga. We managed to find the meds. Okay, der geben wir jetzt die Medikamente. Das ist natürlich super genial. Gerade in der Situation ist das echt Gold wert. Oh, thank you, Emily. Little Vera's fever has made it so hard for her to sleep. I hope this does the trick. Pasmotrim. We'll see. Her cough is... it's very bad. When she wakes, I'll give her some of that medicine. But please, let her sleep for now. Well, we're all really hoping that... where'd this crib come from? Brian found it on one of the upper floors while you were away. I'm sad we'll need to leave it behind, eventually. It's not exactly portable. Okay, well, try and get some rest. I'm off to give Alex a hand. Okay, thank you. And to Park, too. I hope the medicine helps. Auch ein bisschen hart, muss ich sagen. Wir haben da die Medikamente für die Kleine da besorgt und sie sagt so, ja, danke, aber lass sie erstmal schlafen. Dann kann es ja so schlimm nicht sein, ne? Also ich hätte die Kleine geweckt und ihr vielleicht Medikamente gegeben. Okay, ich habe auch vielleicht nicht so eine Ahnung von Kindesbetreuung, aber wenn es so wichtig ist, dass sie so krank ist, Is that it? I'm kind of busy. Alex, I found some painkillers at the drugstore. Maybe they could help you with your leg? Leg pain requires having a leg, Emily. It'd be idiotic to waste painkillers on a phantom limb. Oh, right. Sorry, I didn't... Knock it off, Alex. The girl's just trying to help. Fine, give him here. I'm sure someone can make... Ist auch so ein undankbarer Typ, sag mal. Was denn hier los? Sind die alle so undankbar, oder was? Ja, da können die ja wild werden. Just wanted to check in. Is your leg giving you any trouble? Oh, isn't that sweet? Yeah, I'm just peachy. Gottes Willen. Für die Leute laufen wir los, dass sie uns so anzicken. Lächerlich. Ne, komm, lief. Alright, I'll leave you to it. Keine Lust mit dem zu quatschen, wenn er mich so blöd anmacht. Gucken. Können wir ihr irgendwas geben, was wir gefunden haben? Emily, shouldn't you be resting? I thought you wanted a nap. Yeah, but... need any help? I mean, I can see you've already got your hands full here. Oh no, that's all right.
You've done more than enough already. I can handle it. Go get some rest. Okay, die ist ja wenigstens nett und fair und sagt, wir sollen uns mal schlafen legen. Das ist auch in Ordnung. So, das ist ja verschlossen. Park? What's up, Em? Hey, we should keep an eye out for a new tablet. Yours is like 100 years old. Nah, I'm good. This tablet and I have been through a lot together. Plus, it reminds me of my dad. I used to mess around making music, working the counter at the store. Right. Sorry. I shouldn't have said anything. That's okay. The tablet might be old, but it does everything I need. The music editor is decent, and it's still great for movies and books. Holds a charge for a few weeks, too. What more could I ask for? Don't answer that. Okay. Oh, I'm gonna try and get some sleep. Bon appetit. Yeah, thanks. Legen wir uns mal schlafen. I'd better find out what Alex needs first, before he really loses his shit. Was? Er sagt, ich soll schlafen gehen und jetzt sagt sie, nö, also Alex soll vor ihr schlafen, oder? Hör mal, hier geht's ja auch noch rein. That might send the wrong idea. Hier geht's aber nicht durch. Okay, mit ihr haben wir gesprochen, die ist undankbar. Er ist ein alter Stinkstiefel, dann gehen wir mal nach oben. Ist ja wie auf dem Crosswalker, sie kommt nicht vorwärts, ne? Hurra. Tja, dann bleibt uns ja eigentlich nur das Magazin, das brauchen wir nicht angucken. Locked. Das war locked. So ein Zettel. Den sich aber nicht anguckt. Ist so ein Wasserkocher. Ein Kaffee. Mal fragen wir mal, was los ist, oder? What do you think of this place? How are you doing? Here in the city's outskirts, there are hardly any robots. Plus, it's warm and dry. All in all, it's not too bad. All this place needs are a few repairs and some cleanup to make it a good, proper home. It has to be hard on you moving from place to place. I mean, there's a whole city up there, and here we are underground, literally. I just miss having a place to call home. I know exactly what you mean. For years, Alex and I lived in this house my father-in-law gave us. Just a tiny old place, but we always worked hard to keep it in good shape. Nothing fancy, but it was cozy, and it was ours. That sounds lovely, Claire. Oh, but you should have seen it when we first moved in. Cracks, mold, and spider webs everywhere. We actually considered selling it, but you know Alex. He insisted on fixing it up. And then, well, we got too attached to sell. I wish I could go back there. But I know I'll probably never see it again. I'm sorry, Claire. I shouldn't have brought it up. The important thing is that we're here together, healthy and safe. We have everything we need. We'll figure out the rest of it, one way or another. Also man muss ja schon sagen, sie hat ihr Herz am rechten Fleck, ne? All right, I'm ready for some downtime. Get some rest, honey. Sie sagt schon wieder, ja, ich leg mich mal hin, ich bin müde. Wenn ich aber aufs Bett gehe, sagt sie mal, Alex soll sich hinlegen. Oder Alex. Ich vergaß, sorry. I'd better find out what Alex needs first, before he really loses his shit. Was gibt's denn hier noch? Vielleicht haben wir ja noch was anderes übersehen. Guck mal, die will doch nicht mal mit uns reden. So dankbar ist sie. Wir können ja mal mit ihm reden hier nochmal und fragen, was abgeht. Park? What's up, Em? How you doing? You look pleased. I am. Claire's pancakes are amazing.
Just like the ones they used to serve in the university cafeteria. So good. Almost enough to make you forget you're hiding from killer robots. Come to think of it, why aren't you eating? Maybe later. My appetite's still playing catch up, I guess. Just leave some for me, okay? I'll try, but no promises. Okay, er versucht's, aber er kann es nicht versprechen, dass er was aufhebt. So, how was your morning? Let's put it this way. Telling the story is better than living it. That bad, huh? We've gotten out of worse. Like the freight car incident? Don't remind me. Who knew the driver would take off so soon? It took us forever to get back home. Sind ja alle grau unterlegt. Warte mal, erst gebaut. Tablet haben wir schon. WhatsApp, Leaf. Das haben wir auch gemacht. We'll talk more later. Hier unter der Treppe ist auch nichts. So ein Zettel. I'm busy. What do you need? Have you seen Matt? What? Do I look like his chaperone? General Jackass hasn't returned yet. I told him there's a store we haven't checked just down the way, but he, of course, decided to go clear across the city. Not to mention, he left you two little brats at the drugstore, alone. I'm giving him an earful when he gets back. Oh yeah, you'll see. Claire said you needed me for something? Yeah, maybe you can help me. My damn stump's been aching ever since I woke up. It's driving me nuts. Sucking the strength right out of me. Here, use this thing to open the drawer by the kitchen and bring me the decoder. Okay, what does it look like? Well, it's a electronic thingamajig. You'll figure it out. Go on now. Okay, ich denke mal, das wird das Verschlossene sein, ne? Das hier. Jawohl. Also helfen wir ihm jetzt, obwohl er eigentlich sehr unfreundlich zu uns war. Naja. Es sieht doch ein bisschen lustig aus, wie sie Sachen so einsteckt. Ne? Sie könnte es auch in der Hand behalten und einfach zu ihm rübergehen, aber nein, wird gleich eingesteckt. Is this it, Alex? Uh-huh. Hang on a sec. Help me out. Come on, give me a hand. Yeah, well, naturally, connecting the encrypted memory cells on this old thing is gonna take some trial and error. What? Ugh, such a pain dealing with you dilettantes. Look, you got an eye for design, right? Just arrange the pixels so that the various colors aren't repeated, horizontally or vertically. You got me? I'll try. Ach du heilige Neune. Da muss ich erstmal durchsteigen. Was, gelb und gelb. Den Sinn habe ich noch nicht ganz verstanden. So, warte mal. Okay, das steht jetzt hier schon wieder in Russisch. Was ist F? Kann ich die beiden zusammendrücken? All right, connection established. Just go relax. I'll handle the rest. Sounds good. Let us know what you find. Okay, wir mussten es eigentlich gar nicht lösen, ne? Wenn ich es so richtig sehe. Geht sie jetzt schlafen? Jo. Sleep tight, Emily. After a day like that, ich dachte, die legt sich nie hin. Nur wie es so ist in so einem Spiel, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, dass in der Zwischenzeit irgendwas passiert. Oder sie träumt. Ah, sie träumt. Auch krass. Ach ja, das war ja in dem Spiel so, wenn ich laufe und wenn ich Shift drücke, dann stoppe ich sozusagen. Alter Schwede. Boah, was war das denn? Ich mich erschrocken, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Huh. Leck mich an den Tisch. Okay, jetzt konnte ich mich schon drauf einstellen, jetzt geht's.
Alter Falter, ey. Wenn ich das so symbolisch sehe, ist das halt der Keller. Und sie träumt quasi, dass sie sich in dem Keller gefangen fühlt. Das ist wahrscheinlich ihr Unterbewusstsein, was jetzt arbeitet. Ich kann mir vorstellen, also das würde ja so symbolisch so ein bisschen passen. Weil es sind ja alles Gegenstände gewesen, die auch unten waren. Man weiß es aber nicht genau. Nur reine Spekulation hier. Ja, siehst du, das Tablet von Alex, was ihn an seinen Vater erinnert. Scheint schon so zu sein, dass sie sich eingeengt fühlt im Keller. Und dass sie das Gefühl hat, es gibt keinen Ausweg. Ah, gute Analyse. Okay, den Container mit dem Roboter kann ich jetzt nicht irgendwie nach unten packen. Die Leiter kennen wir noch aus dem Lager, aus der Apotheke. Oh, jetzt wird's aber langsam düster, ne? Die ganzen Roboterarme da irgendwie, die durchs Gitter greifen. Aber wir laufen trotzdem geradeaus, immer weiter, immer weiter. Keine Müdigkeit. Ist auch schlecht im Schlaf eine Müdigkeit zu haben, weil man schläft ja. Ist man, wenn man schläft, ist man da müde? Ich weiß gar nicht. Oder ist man nicht müde, weil man ja schläft? Müde ist man doch nur im wachen Zustand, oder? Wer weiß das schon? So. Emily, it's already noon. Wake up before you sleep the day away. Matthew's bringing lunch soon. Okay, wait. I really slept for that long? Na, er chillt erstmal und hört Musik, ist ja auch nice. Oh, wer ist das denn? Hey, Brian. How you feeling? Sleep well? Hello, little Emily. Don't worry. At my age, it's perfectly normal. I found some sleeping pills today. Could that help? Not familiar with this brand. Of all the meds I've tried, none seem to help. Hopefully, these will actually do the trick. Thank you. A surprise? I almost forgot. One cup of tea coming up. I've got a surprise for you. After you make some hot tea for the old man. Okay, können wir denn Tee machen für den alten Mann? Nö. Irgendwie nicht. So. Hey Matt, find anything interesting? Yeah. Small stuff. Canned food mostly. A lot of it's expired though. I say, we use Alex as a guinea pig. Are you taking requests? Find me a can of drink pink and I'll owe you. Big time. Okay. Frage ist, ob wir irgendwann hier auch wieder rauskommen. Ne. Muss halt noch ein bisschen quatschen. Können wir mal fragen, wie es dem Baby geht. Okay, also die ist echt nicht redselig, ne? Park looks like he's lost in his music. I'll leave him to it and ask to have a listen later. Okay, dann haben wir die Dame noch hier und dann den guten Mann, der sich da an seiner Elektronik versucht. Können wir mit ihr reden? Nö. Der alte Mann hat ja gesagt, ob ich ihm Tee machen kann, aber... Ah, geht sogar, alles klar. Ich habe erst gedacht, das funktioniert nicht. Eigentlich packt man erst den Teebeutel in eine Tasse und gießt dann das Wasser auf, aber sie hat es umgedreht gemacht. Naja, geht ja auch irgendwie zur Not. Splendid work, little Emily. Here's a tip. Hm,
Komisches blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Thank you. Here you go. It took some tinkering, but I was able to disable the antenna and navigation modules, so no one can track you. Other than that, the watch is like new. Wow. Das ist ja geil. Come on over. It's lunchtime. Also uns kann keiner tracken, keiner kann uns verfolgen. Oder orten, je nachdem, wie man es nimmt. And then our plans for the future. After what happened in the drugstore today, Alex and I decided that some extra protection against robots would be wise. I won't keep you in suspense. I drafted a blueprint for a very powerful taser. However, it's only useful at close range. Simply put, a single charge should be able to fry a robot circuitry to a crisp. It won't be of much use if you get swarmed. It doesn't have that kind of power, but it should be able to bring down a single bot and buy you some time to get away. That's great, but I'm guessing you can't just make one out of rags and cardboard. Which means you're sending me somewhere dangerous to scavenge for parts, right? Not so dumb after all, are you, Matt? Brianley gave you the list of parts. Take Emily or Park with you. You'll find everything you need in any decent electronics store. Sounds like our best bet is Geek Spot. It's a couple of hours on foot. There's a big parking lot out front. All those abandoned aero cars will make it easy to hide. Well then, that seems like the obvious choice. Both of you should get packed and head out while it's still light out. Hold on. I just got back. Can't this wait? It'll be dark soon. Stop testing my nerves, boy. I'll get off your back as soon as you get going. Do what you're told and get the hell out of here. Enough. Enough, Matthew. We really need you to find those parts. I have a feeling that taser will come in quite handy. We'll talk more when you get okay, möchte einen Taser bauen und wir sollen in Elektroladen, um den ganzen, um die Sachen auszuräumen, um die Teile einzusammeln, die er braucht dafür. Streiten die natürlich, wer los muss, wer nicht. Who does he think he is, huh? I think we'd better get going, like now. Okay, okay, yeah. I could really use some fresh air, away from these freaking old farts. Park, I don't suppose you've got another round for the flare gun? It could be useful. None left, but I can give you the fire. Warum steht sie denn jetzt zweimal? Nice. I'll take what I can get, thanks. If nothing else, I can use it as a distraction. Liegt das an der Demo, oder? Das ist ja geil. Das nenne ich ja mal einen geilen Bug. Steht da auf einmal zweimal? Bin ich ja mal gespannt, ob der Electronic Store genauso tricky war wie die Apotheke. Aber eine lange Demo, muss ich sagen. Also, nicht schlecht. Oh, wir haben das Demo abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, Mensch, geht noch weiter und das ist ja genial. Ja, was soll ich sagen? Am 8. Oktober auf Steam. Unbedingt kaufen. Lohnt sich. Geiles Game. Macht Spaß. Die Demo war auch schon sehr geil. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.